Größer als der von 1. Fantastischer Videotitel. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Overlord Lore Video. Ich bin Shergok, ihr nicht, und heute werden wir uns mit dem größten und bei weitem dem zerstörerischsten Konflikt in der Geschichte von Overlord und der neuen Welt befassen. Ein Konflikt, der den gesamten Kontinent geprägt hat und der Nazarick es wahrscheinlich ermöglicht hat, relativ friedlich in die neue Welt einzutauchen. Ich weiß, friedlich ist ein relativer Begriff in Overlord, aber im Vergleich zu dem, worüber wir heute sprechen werden, war sogar das gute alte Splatfest nur ein kleiner Vorfall irgendwo am Rande der Welt. Doch bevor wir uns jedoch dem heutigen Thema widmen, sage ich an dieser Stelle nochmal schnell Danke an alle meine Kanalmitglieder für den tollen Support, sowie Danke an alle Nutzer der YouTube-Fangs-Funktion. Und damit will ich auch erstmal klarstellen, worüber wir heute eigentlich sprechen, nämlich über den größten Konflikt in Overlord. Das war nämlich nicht die Auslöschung des Königreiches von Rias Tees durch eine untote Armee oder irgendetwas anderes, was Einzulgun getan hat oder wahrscheinlich tun wird, um die Theokratie Slayne zu bekämpfen, sondern er geschah vor über 500 Jahren. Und es war nichts anderes als der Krieg, der die unumstrittenen Herrscher der neuen Welt, die legendären Drachenlords, zerstört hat. Und obwohl wir nur Bruchstücke über diesen Konflikt kennen, sind selbst die Dinge, die wir wissen, immer noch sehr, sehr, sehr gehaltvoll. Der Krieg zwischen den 8 Königen und den Drachen der neuen Welt um die Vorherrschaft auf dem Kontinent ist der Grund, warum nur noch wenige Drachen existieren. Er ist wahrscheinlich auch der Grund, warum die verbleibenden Drachen die Spiele hassen und trainiert haben, um sich gegen weitere Einfälle von Spielern zu verteidigen. Der Sieg der 8 Könige über die Drachen und viele andere, nun völlig hilf- und schutzloser Nationen und Spezies, hat auch das durchschnittliche Level der neuen Welt gesenkt, viele Spezies an den Rand der Vernichtung gebracht und es für uns zerbrechliche Menschen einfacher gemacht, zu überleben. Die Drachen damals waren auch viel stärker als heutige Drachen, da sie viele Jahrhunderte und Jahrtausende Zeit hatten, um ihre Stärke und Macht auszubauen. Platinums Vater, der Drachenkaiser, war wahrscheinlich damals sogar noch mächtiger, als Platinums echter Körper es heute ist. Aber trotz alledem wissen wir nicht, warum dieser Krieg überhaupt stattgefunden hat. Und eine sehr offensichtliche Ursache für den Krieg könnten die Könige selbst sein. Da sie als Könige der Habgier bekannt sind, ist es durchaus vorstellbar, dass die 8 Spieler, die gerade in der neuen Welt angekommen waren, diesen apokalyptischen Konflikt begonnen haben. Machttrunken von ihren neuen Kräften und Körpern, wollten die Spieler den gesamten Kontinent und vielleicht sogar die gesamte Welt erobern. Und nicht nur mit ihrer beeindruckenden Macht, sondern auch mit Hilfe ihrer Gildenbasis und ihren NPCs. Übrigens, NPCs sind auch ein Begriff, den Platinum und Rigrid anscheinend kannten. Und daher ist es sehr wahrscheinlich, dass Platinum entweder den Kampf gegen die NPCs beobachtet hat oder sogar selbst einmal gegen sie gekämpft hatte. Aber zumindest die Beschreibung des Krieges später hätte wahrscheinlich auch einer der Spieler gehört, die vor 200 Jahren vor Eins Ulguns Ankunft eingetroffen sind, nämlich der Anführer der 13 Helden. Und auch er könnte von NPCs erzählt haben oder wenigstens eine grobe Beschreibung abgegeben haben, was NPCs überhaupt sind. Wie auch immer, die NPCs würden die 8 als überlegene Wesen ansehen, genauso wie die NPCs von 1 ihn als höchstes Wesen betiteln. Und wenn man sich in einem neuen, mächtigen und potenziell unsterblichen Körper wiederfindet, in der Lage ist, ganze Städte mit Magie in Glaskrater zu verwandeln oder den Himmel mit einem Schwertstoß zu spalten. Und wenn man umgeben ist von einer Armee unglaublich mächtiger Diener, die einen als Gottheit verehren, ist es nicht undenkbar, dass die Spieler, die wahrscheinlich nur 20 oder 30 Jahre alt waren, einfach mitgemacht haben und wirklich dachten, ey, wir sind die Geilsten. Sie könnten beispielsweise geglaubt haben, dass sie für ihr Leid in der alten Welt, also unserer kaputten Erde, im Jahre 2138, nun ihre Träume und Fantasien in einer neuen Welt als Entschädigung ausleben dürfen. Und so würde es ihnen wie ein lustiges Abenteuer scheinen, die Welt zu erobern. Kurz gesagt, der erste Grund für den Krieg könnte ihre eigene Hybris gewesen sein. Und angesichts dessen, dass sie später nach der Eroberung des Kontinents sich gegenseitig in einem gigantischen apokalyptischen Bürgerkrieg zerstört haben, würde das auch wirklich Sinn ergeben. Aber hier ist ein Punkt, den ich erwähnen möchte. Der gesamte Konflikt könnte nicht von den 8 Königen oder tatsächlich von den Drachen, sondern von der Theokratie Slayne ausgegangen sein. Denn wir wissen mit Sicherheit, dass es die 8 Könige waren, die ihren letzten verbliebenen Gott
bzw. Spieler, nämlich Sushana, getötet haben. Und wenn Königsmord als schreckliches Verbrechen angesehen wird, zumindest von den Rittern und Aristokraten eines Landes, stellt euch mal vor, was Gläubige tun würden, wenn ihr Gott getötet würde. Zweifellos hasste Slayne die 8 Könige mehr, als sie selbst eins fürchten und verabscheuen. Was allerdings aber auch die Frage aufwirft, warum die 8 Sushana getötet haben, beziehungsweise ihren NPCs die Erlaubnis dazu gegeben haben. Nun, um eine Phrase von Remedios zu nutzen, er ist ein Untoter. Und selbst im Spiel Yggdrasil Online wurden untote Spieler gejagt, um Quests zu erfüllen oder halt als nettes Hobby. Während es also am wahrscheinlichsten ist, dass Sushana getötet wurde, weil er zu schwach war, um den 8 Königen zu widerstehen, nachdem sie bereits die Drachenlords besiegt hatten, könnten die 8 Könige zuerst Kontakt mit Slayne und Sushana aufgenommen haben, denn beide Staaten hatten ihre Ausgangsposition relativ dicht beieinander. Denn zumindest die Hauptstadt der Könige lag südlich von Slayne. Und wenn sie zuerst Sushana getötet haben, dann könnte Slayne selbst derjenige gewesen sein, der auf die Aggression der Könige reagiert hat, indem der Staat mit Hilfe von Downfall of Castland Country einfach einen der Könige unter Gedankenkontrolle gestellt haben und damit den Krieg mit den Drachenlords oder sogar ihren eigenen Bürgerkrieg losgetreten haben, um so den Tod von Sushana zu rächen und sie zu vernichten. Es könnte also sein, dass der größte Krieg in der Geschichte der neuen Welt von einer rachsüchtigen Theokratie begonnen wurde. Und hier ist noch eine Sache. Platinum sagte in seinem Duell mit Pandoras Actor, dass es nicht richtig sei, was Spieler mit seiner Mutter getan haben oder was sein Vater Spielern angetan hat, was darauf hindeutet, dass Spieler wahrscheinlich die 8 Könige Platinums Mutter angegriffen oder getötet haben, was zur Vergeltung führte und zum Krieg. Und wie gesagt, die Kaiserin anzugreifen wäre ein sehr offensichtlicher Weg, um den Zorn des Drachenkaisers zu provozieren, etwas, das Slayne bewusst gewesen sein könnte. Denn immerhin existierte der Staat zu diesem Zeitpunkt schon mehr als ein Jahrhundert. Also während der gesamte Krieg möglicherweise wahrscheinlich sogar durch die 8 Könige einfach mit dem Motiv Habgier gestartet worden ist, um über wirklich alles zu herrschen. Oder sogar von den Drachen, einfach um sich an den Spielern und an ihrer Magie zu rächen, weil sie ihre eigene Magie, die Ursprungsmagie, die Wild Magic in der neuen Welt verschmutzt haben. Steckt womöglich Slayne, sowohl hinter dem großen Krieg als auch hinter dem Bürgerkrieg. Und da eins sich jetzt ausschließlich auf Slayne konzentrieren wird, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir herausfinden, ob Slayne tatsächlich angegriffen worden ist. Und noch eine letzte Anmerkung. Die 8 Könige der Gier sind wie gesagt für ihre Gier bekannt. Und ich bezweifle sehr, dass sie Sushana nur getötet hätten, um Slayne dann das World Item einfach dazulassen. Daher wussten die 8 womöglich nicht von der Existenz des World Items. Okay, soweit also zu meinen Gedanken, zu Slayne, den 8 Königen und zu dem größten Konflikt in der Geschichte der neuen Welt. Jedenfalls bis Einzulgurn den gesamten Kontinent erobert hat. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir an dieser Stelle könnt ihr ganz gerne eure Meinung ab in die Kommentare posten. Und ich sage währenddessen besonderen Dank an Animangatv.de, Blue Planet 6, Whitebird Best, Philipp, Mr. TNT, Fabian, Karibasas Maske, David André, Hope, Hauer, Nix Morgdir, Sebastian, Dark Phoenix One, Desputanis, Neemasa 1106, Peng der Pirat, Florian Peter, Lordicon 3D, Kitsune, Mr. Funny Guy, Tiver Tiver und Tobi CTZ. Danke Leute. Und damit wünsche ich euch wie immer an dieser Stelle habt einen wunderschönen Tag.